Hallo, meine lieben Digimon-Fans. Es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Video aus dem Digimon-Adventure-Universum und heute warten die restlichen Folgen der zweiten Staffel auf euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Abo freuen. Nachdem die Digi-Ritter fröhlich weitere schwarze Türme demoliert haben, zeigt Ken seine schüchterne Seite und möchte die anderen zu einer Weihnachtsparty einladen. Da freut sich sogar unser Cody. Aber auch Mads Gesichtsausdruck ist vollkommen nachvollziehbar, wenn man beobachtet, wie sehr der Erdbeerkuchen zermatscht wird. Und nachdem TKs Mutter einen seltsamen Mann kennenlernt, profitieren auch die anderen Digi-Ritter von Weihnachten und die Freude ist überall groß. Nachdem selbst Agumon bemerkt hat, wie erwachsen Tai geworden ist, muss Hyun mal wieder alles crashen und Matt muss mal wieder mit Fangirls auskommen. Davis bekommt auch endlich mal seine Rache, aber die Digi-Ritter haben auch nicht dazugelernt und nähern sich mal wieder dem Fernsehsender. Mit vereinten Kräften können die Digimon wieder in die Digi-Welt zurückgebracht werden. Es reicht ja nicht, dass Davis am selben Tag nochmal geärgert wird. Nein, auch am nächsten Morgen wird er sehr unsanft geweckt. Die Gesichter der Digi-Ritter strahlen vor Freude, aber auch Ken steckt ganz schön in der Patsche, denn Aokenimon und Mamimon würden die Panik, die die beiden ausgelöst haben, doch niemals genießen, oder? Die Digi-Ritter bekommen Besuch von einem ziemlich jungen Genai, der auch einfach mal einen Weihnachtsmann spielen wollte. Auch wenn die magische Kugeln von Azulungmon keine Dragon Balls sind, geht ein Wunsch in Erfüllung, denn die Digimon können jetzt wieder auf ihr Ultra-Level digitieren. Davon profitiert auch Paltramon und es ist ja fast kein Wunder, dass Mamimon daraufhin schnell das Weite sucht. Die Digi-Ritter haben eine neue Mission und mit dem Essen von Issys Mutter im Gepäck kann ja nichts schiefgehen. Davis bricht mit einem alten Bekannten nach New York auf und bekommt nebenbei mit, dass Michael berühmte Gene in sich trägt. Shogun und Gekkomon chillt auch erstmal vor sich her und wenn es um New York geht, darf ja auch Mimi nicht fehlen. An Michaels Vater ist auch ein Agumon verloren gegangen und um das Chaos perfekt zu machen, taucht auch noch ein Benjamin Blümchen auf. Ups, ich meine natürlich eine Kopie von Genai mit dem Namen Benjamin. Ein Cherrymon vermöbelt erstmal einen sehr gefährlichen Baum und auch Mimis Eltern sind schon komplett am Durchdrehen. Ex-Wemon kann auf eine sehr besondere Art und Weise für Ruhe sorgen. Aber am Ende geht nochmal alles gut und Davis gerät in Erklärungsnot. In China hat ein alter Mann eindeutig zu viel Sailor Moon geguckt und Kari und Issy erweisen sich als wahre Sprachtalente. Eine weitere Kopie von Genai hilft beiden aus der Patsche und Kari hat mal wieder einen Verehrer mehr. Nachdem Jackie die Kopie von Genai seinen Spaß hatte, hinterlassen die Digimon das Militär staunend zurück. Issy scheint auch froh zu sein, dass Tai dies nicht sehen konnte, aber man will sich auch nicht vorstellen, was Aokenimon und Mamimon schon wieder planen. Während Cody und Joey an einem schwarzen Turm verzweifeln, bekommen sie unerwartete Hilfe. Aber auch ein anderer Digi-Ritter sitzt in der Patsche. Er wird nämlich von einem Seafood-Mix verfolgt. Tsunomon muss sich mit einem Scorpiumon auseinandersetzen. Deshalb digitiert eine Krabbe erstmal zu einem Fisch. Am Ende schafft es ein Champion-Level-Digimon, einen schwarzen Turm zu vernichten. Also brauchen Joey und Cody und ihr Digimon noch ganz schön Nachhilfe. Tai hat währenddessen starke Zweifel, ob ihr Plan je gut gehen wird, da von TKs Großvater in Paris noch jede Spur fehlt. Dieser bekommt erstmal einen Crashkurs in Sachen Digimon-Angelegenheiten und es kommt zu einem sehr spontanen Halt. Will man wirklich wissen, woher Agumon sich mit Gelagen nach Bescherungen auskennt? Im Schloss von Versailles sind nämlich die Gebrüder Mamemon aufgetaucht und... Digi-Ritter, ich bin enttäuscht von euch. Und dann rennt Agumon auch noch an Essen vorbei. Katharin und Floramon wurden nämlich gefangen genommen, als sie den schwarzen Turm zerstören wollten. Doch dank Thais und TKs Hilfe geht nochmal alles gut aus. Und eine Frau mit einem Windrad sieht so aus, als könne sie alle Wünsche erfüllen. Kinder, daran solltet ihr euch lieber kein Beispiel nehmen. Stingmon und Garurumon zeigen auch, wie es richtig geht. Und es wird schnell klar, dass nicht nur Digimon gefährlich sind. Ken ist auch ohne ein Digimon-Kaiser zu sein ein richtiges Sprachgenie und Hossi, eine Kopie von Genai, sorgt für eine recht eigene Ablenkung. Wormon bekommt erstmal den Schock des Lebens und sieht kurze Zeit später selbst zu fürchten aus. Ach, und weil es so schön war, gleich nochmal. Und dann ist Wormon auch noch sehr begeistert darüber, dass Ken eine neue Verehrerin hat.
Da ist es also kein Wunder, dass Ken am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist. Und weil es so schön war und aller guten Dinge drei sind, bekommt Womon nochmal einen Schock. Als es aber ernst wird, ziehen alle an einem Strang und Beruhigen wird nochmal ganz neu interpretiert. Und Womon würde sich doch nie über ein Lob freuen. Auch Juli und Sora haben allerhand zu tun und... Moment mal, was ist denn da gerade bitte mit Sora passiert? Gibt's für Agumon etwa gleich eine geröstete Sora? Auch die beiden sind wahre Sprachtalente. Dafür versucht Juli sehr erfolgreich mit Pantomime und tüftelt sich dann einen cleveren Essensplan aus, denn Pirogue bedeutet, dass sie Digimon nach rechts ausweichen müssen, Borscht nach links und Kaviar heißt Angriff. Leider muss die Einladung zum Essen auch noch warten, denn Ilia berichtet davon, dass eine Horde Mammutmon verrückt spielt. Eigentlich ist es fast kein Wunder, dass Sora und Juli in diesem kalten Gebiet an ihre Grenzen kommen, aber es ist schon ein bisschen fragwürdig, dass ausgerechnet das Team, das nur aus Frauen besteht, am Ende gerettet werden muss. Davis' vernünftige Art überrascht mal wieder alle und TK befürchtet, dass Mamimon seine Mutter ausgefragt haben könnte. Die Geschwisterliebe ist auch schon wieder groß und die Digi-Ritter genießen die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Endlich sieht man auch mal wieder ein Gespräch zwischen Tai und Kari und... Moment mal, wie hat Agumon sich denn bitte da dazwischen geklemmt? War das die berühmte Disney-Magie? Ken scheint auch einen nicht ganz gesunden Albtraum zu haben und am nächsten Morgen sind alle sehr nervös wegen den verschwundenen Kindern. Und schon wieder tauchen die nächsten Digimon auf. Lady Devimon hat auch erstmal ihre Attacke neu eingefärbt und dass es zu so einem Kampf kommt, war ja fast zu erwarten. Sollte die Folge dann nicht eher Lady Devimons Rache heißen? Ein Digimon mit einer sehr gruseligen Lache macht einfach mal so alle Digimon platt und löscht erstmal Imperialtramons Daten. Mit ihrer letzten Kraft können die Digimon Imperialtramon helfen. Am Ende wollen plötzlich alle Digimon Ken entführen und er opfert sich, um die Kinder zu beschützen. Die Digi-Ritter bekommen Unterstützung und Cody scheint erstmal auf Karis Schoß zu sitzen. Ken muss sich mit seinem recht eigenen Fanclub auseinandersetzen und erfährt endlich, wer ihm die Mail seinerzeit geschickt hat. Hinter diesem Mensch verbirgt sich nämlich Yukio Oikawa, ein Arbeitskollege von Kens Vater. Die neuen Digi-Ritter sind auch schon wieder sehr begeistert, wenn es darum geht, Digimon töten zu müssen. Dafür sind sie etwas später von der bahnbrechenden Autofahrt mehr begeistert als Joeys Bruder. Aber ob sie unter diesen Umständen Ken je retten können, ist auch noch zu bezweifeln. Währenddessen ist Oikawa die Unschuld in Person und schnitt erstmal die Saat der Finsternis von Ken. Arukenimon setzt auch schon wieder alle Verführungskünste der Welt ein und es ist fraglich, ob sich dieser Junge nicht eher vor Marine Devimon oder von dem Make-up seiner Begleiterin erschreckt. Cody übertrumpft mit seinen Zeichen Künsten auch alles und die Männer werden wohl nie wieder nach dem Aussehen einer Frau gehen. Jodi erlebt nach einem Ausraster auch den Schock ihres Lebens, aber auch Cody plagen Gewissensbisse. Am Ende bekommen Arukenimon und Mamimon einen sehr angenehmen Besuch. Demon möchte Oikawa bestimmt nicht zu einer Teeparty einladen und Davis und Wemon sind schon wieder kleine Stalker. Alle brechen Richtung Westendviertel auf und Kari schwelgt ein bisschen in Erinnerungen. Demon und Wormon crashen mal wieder alles, aber Demon hat kein Problem damit, die Digimon in ihre Schranken zu verweisen. Und schon schlägt das nächste Digimon mit einem Kamehameha zu. An Chakumon ist auch ein gruseliges Digimon verloren gegangen, aber die Digi-Ritter haben sich dieses Mal zu früh gefreut, denn Demon ist ein richtiges Badass und scheint wirklich vor nichts zurück. Die Digi-Ritter treffen auch eine fragwürdige Entscheidung, denn wenn's mit der Digi-Welt nicht klappt, muss ihm das Meer der Dunkelheit her. Dorthin wollen sie nämlich Demon verbannen und Ken gelingt es tatsächlich, mit der Hilfe von allen ein Tor dorthin zu öffnen. Oikawa sucht danach schnell das Weite und später weiht Ken seine Eltern in alles ein. Jun hat währenddessen eine sehr interessante Beobachtung gemacht und Joeys Bruder kann sich wohl auf einiges gefasst machen. Kens Vater scheint von seiner Arbeit auch richtig begeistert zu sein, aber auch Arukenimon und Mamimon besorgen sich eine neue Unterkunft und chillen dann erstmal eine Runde. Vitamin B ist auch mal wieder alles, denn durch TKs Mutter wissen die Digi-Ritter jetzt, wo die entführten Kinder wohnen. Moment mal, kommt uns das nicht irgendwoher bekannt vor? Will Etemon schon wieder zurückkommen?
Die Digi-Ritter sind auch schon wieder Stalker. Nur Tai und Kari sind die einzigen Vernünftigen, da sie erstmal Agumon aus der Digi-Welt einsammeln, worunter wahrscheinlich nur der Kühlschrank leiden muss. Arokenimon und Mamimon erfahren, dass sie von Oikawa erschaffen wurden. Und Black Walkerimon scheint genau ins Schwarze getroffen zu haben, als er behauptete, Oikawa wäre ein Fremdkörper. Endlich kommt es zu dem Kampf, auf den alle gewartet haben. Und Davis und Kent nehmen der Polizei erstmal Arbeit ab. Der Kampf gegen Team Rocket geht auch in die nächste Runde und Walkerimon spielt erstmal Fußball. Während Kari und Co. eine große Niederlage einstecken müssen, wird Black Walkerimon der Kopf gewaschen und er will auch so ein primitives Leben versuchen. Da scheint es ja doch noch ein Happy End zu geben, wenn der Erzähler nicht gespoilert hätte. Die Digimon spielen erstmal eine Runde Platten verschieben und unsere Digi-Ritter sind immer noch Stalker. Oh je, Armadillomons Tarnung fliegt auf und Cody erfährt ein Geheimnis über seinen Vater. Diesem war die Digi-Welt nämlich nicht ganz unbekannt und jetzt hängt auch noch Codys Großvater mit Notlügen an. Vor allem ein Mädchen scheint nicht gerade resistent gegen die Saat der Finsternis zu sein und es gibt eine Verbindung zwischen Codys Vater und Oikawa, denn die beiden waren mal Best Friends. Als Oikawa bemerkt, wen er da vor sich hat, haut er erstmal ab. Später wird Ken dann erstmal fertig gemacht und Oikawa geht mit dem Mädchen sehr liebevoll um. Die Digitationen haben ja nicht wirklich viel gebracht und entpuppt sich Black Walkerimon etwa als der Held der Stunde? Jedenfalls scheint Walkerimon doch etwas auf ihn abgefärbt zu haben, denn Black Walkerimon will mit Oikawa reden. Als Codys Großvater zwischen die Fronten gerät, geschieht das Unfassbare und Black Walkerimon rettet Codys Großvater das Leben. Black Walkerimon opfert seine letzten Kräfte, um das Tor zur Digi-Welt endgültig zu versiegeln und damit zieht das epischste Digimon der Welt von dannen. Während sich die Digi-Ritter nicht wirklich verändert haben, ist Nissi über die Hilfe seiner Mutter wirklich sehr begeistert und Mamimon hat total den Durchblick. Die Digi-Ritter reden erstmal über ihre Gefühle und das nicht über ihre eigenen, sondern über die Gefühle, die Eltern gegenüber ihren Kindern hegen. Später macht es Davis Mamimon fest nach und verrät erstmal ihre Pläne, während Oikawa erläutert, dass unreine Erwachsene keinen Zutritt in die Digi-Welt haben. So. Deshalb gab es den Umweg über die schwarzen Türme und Oikawa erlebt ein Gefühlschaos. Wenn die Träume wahr werden, kann man ja schon mal eine Runde singen. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Digi-Welt. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Digi-Welt. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Digi-Welt. Und die Digi-Ritter werden doch nicht einfach so... Unsere Digi-Ritter werden auch nie dazu lernen. Aber leider hat Oikawa sich auch zu früh gefreut, denn diese Welt ist nicht die Digi-Welt. Und ist das nicht eine bekannte Stimme? Als Oikawa am Verzweifeln ist, hat Gatomon einen Erkenntnismoment und sie erkennt den wahren Schurken. Gatomon will Miyotismon ein für alle Male in die ewige Dunkelheit verbannen und würde ihm damit wahrscheinlich noch einen Gefallen tun. Nachdem Miyotismon die Saat der Finsternis geerntet hat, zeigt er sein wahres Gesicht und Arokenimon und Mamimon bekommen ein sehr unverdientes Ende. So, Malo Miyotismon war gegenüber Arokenimon also gnädig, nur weil sie weiblich war? Jetzt habe ich wirklich alles gehört. Am Ende sind alle Digi-Ritter bis auf Davis sehr euphorisch, was ihren Sieg angeht. Wie es zu erwarten war, ist Exemon Malo Miyotismons Frühstück, aber Davis glaubt immer noch fest an seinen Digimon-Partner. Alle erleben auf einmal eine heile Welt, wobei Ken es ja noch am schlimmsten trifft. Dank den Digimon und Davis wird recht schnell klar, dass alles nur Halluzinationen sind, wodurch das Geheimnis dieser merkwürdigen Welt gelüftet wird, denn ein starker Wunsch kann Berge versetzen. Das Resultat davon ist, dass gefühlt die Hälfte der Folge aus Digitationen besteht. Sogar Malo Miyotismon ist von Davis Lebenseinstellung beeindruckt und schon wieder preschen alle vor, ohne darüber nachzudenken. Malo Miyotismon nutzt das aus und zeigt erstmal, wer hier der Boss ist. Malo Miyotismon nimmt erstmal ein zweites Frühstück zu sich, was die Kinder ja nicht gerade ermutigt.
Um Davis und Co. haben sich sämtliche Digimon aller Digiritter vereint, dennoch will Malumiu Desmond sie alle einfach umpusten. Naja, bei dem Mundgeruch würde ich auch sehr schnell das Weite suchen. Unterdessen erleben die älteren Digiritter eine nostalgische Reise in die Digi-Welt. Auch die Eltern glauben ganz fest an ihre Kinder, was ja vor allem die Entführten ganz gut gebrauchen könnten. Diese beneiden nämlich die Digi-Ritter und nur durch ganz gutes Zureden und durch Davis unerschrockenen Glauben, dass er seinen Wunsch erreicht, fangen die Kinder an aufzutauen. Davis möchte nämlich ein Koch in einem Nudelsuppenrestaurant werden und hätte mit Sicherheit mindestens einen Stammkunden. Am Ende wird Malumiu Desmond Zeuge davon, dass Träume wirklich Berge versetzen können, denen nicht mal er standhalten kann. Für Gatomon gibt es auch noch ein Happy End, denn sie bekommt von Genai ihren heiligen Ring wieder. Der sehnlichste Wunsch von Uikawa geht zwar auch noch in Erfüllung, er bekommt einen Digimon-Partner, aber ihm fehlt ganz einfach die Kraft, weiterzugehen. Da die Digi-Welt ziemlich ramponiert ist, opfert er die letzten Reste seines Körpers, damit die Digi-Welt sich wieder regenerieren kann. Am Ende gibt es auch noch einen Epilog, der 25 Jahre nach der zweiten Staffel spielt. Die Digi-Ritter sind erwachsen geworden und haben sich ihre Träume erfüllt und sehen nun dabei zu, wie ihre Kinder zu ihren ganz eigenen Abenteuern in der Digi-Welt aufbrechen. So, meine lieben Zuhörer, damit wären wir am Ende des Videos angelangt und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst sehr gerne ein Like oder einen Kommentar oder beides und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.